Der Verfasser Muhammad Ali al-Hashim rahimahullah sagt: Und er, der wahre Muslim, unterdrückt oder misshandelt andere nicht. In dem Ausmaß, in dem sich ein Muslim an die Gerechtigkeit hält, meidet er auch die Unterdrückung, Dhulm. Denn die Unterdrückung ist Dunkelheit. So wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, in welcher der Unterdrücker sich verliert. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Haltet euch von der Unterdrückung fern. Denn Unterdrückung bedeutet Dunkelheit am Tag der Auferstehung. Iyakum al-Dhulm, fa'inna al-Dhulma dhulumatun yawm al-Qiyamah, auch kama qala sallallahu alaihi wasallam. Haltet euch fern von der Unterdrückung, denn die Unterdrückung ist Dunkelheit am jüngsten Tag. Dunkelheiten, Dhulumat, also die Mehrzahl von Dhulma. Ja? Das heißt, derjenige, der andere unterdrückt, andere misshandelt, er wird am jüngsten Tag Dunkelheit erfahren. Und er wird am jüngsten Tag bestraft werden von Allah subhanahu wa ta'ala. Ya dhakir al-ashab, kum mutaddiban.